Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über die besten Elektronik- und Haushaltsgeräte. Heute habe ich das AOC Q27P2Q Monitor im Test. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen? Schreiben Sie es gerne in den Kommentaren. Und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet. Kommen wir nun zum Testbericht. Die Bildschirmdiagonale beträgt 27 Zoll mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Bildschirmauflösung 2560x1440 Pixel. Dieses Modell verwendet eine IPS-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 8-Bit und WLED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Monitors beträgt 48 bis 75 Hertz und die minimale Reaktionszeit der Matrix beträgt 4 Millisekunden. IPS-Panel. Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich. QHD-Auflösung. Mit 2560x1440 Auflösung bietet Quad HD QHD überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die selbst die feinsten Details zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 16:9 bietet viel Platz, um sich auszubreiten und zu arbeiten. Außerdem ermöglicht es Ihnen, Spiele oder Filme in ihrer Originalgröße zu genießen. Low Blue Light. Kurzwelliges blaues Licht kann den Augen schaden. Die AOC Low Blue Light Technologie blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen, ohne dass sich dadurch die dargestellte Farbe ändert. Andere Verfahren zum Reduzieren von blauem Licht verwenden Filter oder veränderte Einstellungen, was jedoch zu dunklen gelblichen Bildern führt. Flicker Free. Die AOC Flicker Free Technologie nutzt ein DC-Gleichstrompanel mit Hintergrundbeleuchtung, das flackerndes Licht verringert. Augenbelastungen und Ermüdungen werden auf ein Minimum reduziert. Daher können Sie lange, intensive Spielsitzungen komfortabel genießen. Der Monitor mit Standfuß hat folgende Abmessungen: 61,36 cm breit, 39,45 cm hoch und 20,01 cm tief. Das Gewicht des Monitors beträgt 5,86 kg. Höhe und Neigung des Monitors können eingestellt werden. Eine VESA 100x100 Montage ist möglich. Der Monitor verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 4 Watt. Die folgenden Anschlüsse sind vorhanden: 4x USB 3.2 Type-A Gen 1 Downstream, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x D-Sub, 1x 3,5 mm Audio-In, 1x 3,5 mm Audio-Out. Ergonomie. Fühlen Sie den Komfort. Die höhenverstellbaren Neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei, die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln. Rahmenloses Design. Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen. Schwenkfunktion. Dank der Schwenkfunktion kann Ihr Monitor vom Querformat um 180 Grad in das Hochformat drehbar, was besonders beim Desktop-Publishing sehr praktisch ist. Integrierte Lautsprecher. Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen. USB-Hub. Der in den AOC-Monitoren integrierte USB-Hub sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlichen Anschlüsse sind leicht erreichbar, auch wenn Sie diese nicht sehen. Sie vergeuden keine Zeit mehr, auf der Rückseite des PCs nach einem freien USB-Anschluss zu suchen. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Beschwerden hervorgehoben. Wenig intuitives Menü. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat: IPS Nisside Gamut, gute Helligkeit, dynamischer Kontrast, gute DP-HDMI-VGA-Konnektivität, die Möglichkeit, es vertikal drehen zu können, dünne Kanten an drei Seiten, stabiler Sockel, drehbar, variable Höhe. Das war's mit unserem Testbericht zum AOC Q27P2Q Monitor. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen,
klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!